der letzten Episode. Aber hier scheint es echt nur die Timberwölfe zu geben, sonst nichts weiter. Noch keinen anderen Wolf gesehen. So, das Fleisch, das tun wir mal gleich vor zu unserem Trainer. Aber ich kann echt nicht mehr. Du kannst. Was ist denn hier mit diesem Container? Warum kann ich nicht näher an diesen Container ran? Das ist schon schlimm. Im Rucksack ist so viel Wasser. Aber wir haben nichts zu trinken. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichemodus in der Folge 155. Das Feuerchen ist nun perdu. Ja, hier aus diesem Birkenwald haben wir sensationelle 2 Birkenrinden bekommen. Den Tee haben wir geschlürft. Deswegen haben wir da ein blaues Plus. Müsste man eigentlich auch hier sehen. Genau, Zustand wiederherstellen, aber es sinkt schon. Also 9 Minuten haben wir noch. Dann ist der Zustand wiederhergestellt. Ja, wir haben die Prozente mal ein bisschen stabilisiert. Ich habe auch mal eine Stunde geschlafen, damit wir da bei dieser Eiseskälte. Du kannst echt in dieser Karte nichts machen und dieses Wettersystem ist einfach nicht gut umgesetzt. Nicht wirklich gut. Leider nicht. Ja, da kommt man nicht hoch, stimmt. Wenn ich hier dahinter kartiere, dann ist es halt so, dass der Junge nichts sieht und dann zeichnet auch nichts. Die Temperatur beginnt wieder leicht zu sinken, aber das ist okay. Genau, das Zustand wiederherstellen abgelaufen. Ja, ich sollte jetzt auch mit demnächst wieder anfangen, Stöcke zu sammeln. Wir haben leider einmal komplett ein Feuer verloren. Ich meine, wir haben durch die Fackeln jetzt wieder was gewonnen. Wir stehen bei 17. Aber du machst halt 2-3 Feuer dann halt jedes Mal, wenn du halt... Ich meine, gut, für den Perk ist es dann schon okay, aber trotzdem. Darum geht's mir ja nicht. So, dann machen wir von hier oben noch eine Zeichnung. Guck mal, wie weit wir da dann schon gekommen sind. Ist hier der Übergang ins trostlose Marschland? Das könnte natürlich sein. Vielleicht zeichnet das ja sogar auf die Karte ein. Nee, macht er nicht. Aber ich sehe doch nichts. Ich bin doch völlig blind geboren. Wir haben schon wieder den Wind. Also vielleicht mal eine halbe Stunde Ruhe und dann geht's gerade weiter. Was ist hier? Rote Kiste. Ja, dann wissen wir, was hier der Übergang ins trostlose Marschland ist. Die rote Kiste, weil sie war noch nicht einmal in der Karte drin, aber rote Kiste. Kannst du es jetzt mal zeichnen, du Penner? Ja, toll. Du hast die Birkenrinde da oben gezeichnet, aber hier das nicht. Ah, es ist eine Höhle, okay. Gut. Dann Sturmlaterne raus. Ganz klar, ist ja auch eine rote Kiste. Du hast was übersehen. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wo man im trostlosen Marschland rauskommt. Ich bin ja der Meinung, dass man dann links rum müsste, um zu Spensheimer zu kommen. Da haben sie die Höhle fotokopiert. Kommt mir noch sehr bekannt vor. Dürfte die zwischen Milton und Rätselsee sein. Welcher Weg der richtige ist. Ah, komme ich da echt hoch? Wahrscheinlich kommen wir jetzt auf den Gipfel im Wolfsberg raus. Wieder was zum Grauchen. Ah, das ist ja, wir haben so Elemente genommen, die man halt schon kennt. Naja. Wenigstens kein Rätsel wie im Story-Modus, das du lösen musst. Da sitzt sogar jemand. Guck mal, wie schön ist das denn? Bitte was? Wow, gefällt. Aber das ist natürlich bitter. Echt, du hast nix. Kann man in irgendwas in dich reintun, einfach mal, damit man ein bisschen leichter wird? Wahrscheinlich nicht. Du weißt ja nicht mal was. Weißt du was? Hier kannst du Dose haben.
Die beiden Dinger kannst du mal behalten und von mir aus auch das Beil. Ja. Der Rest muss halt wieder mit. Oh, Erz. Oh, geil. Und klettern, naja. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Kann man irgendwie auch so runter? Ja, anscheinend schon. Hier geht's nicht lang, oder? Oh, hier kannst du pennen, echt? Achso, okay. Deswegen. Deswegen in Anführungsstrichen Erz. Das ist normalerweise eine so ein Serpentinenabschnitt. Hier sind aber viele Wege hier drin. Schön, dass man auch so viel Holz hier findet. Ah ja. Wieder so ein Abschnitt. Noch mehr Holz. Nee, das lass mal da. Stell mich jetzt nicht hin. Nicht den Kopf anstoßen. Kommst du überhaupt durch, oder was? Nur wenn du unter 30 Kilogramm wiegst. Zu schwer zum Durchklettern. Ja, das wäre noch was Neues. Da vorne scheint der Ausgang zu sein, okay? Das kannst du übrigens ausmachen. Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich. Wir sind... Genau, ja, ja. Nee, das ist milden Quatsch. Wir sind hier unten. Wir müssten jetzt... Ich... Warte mal. Wir sind... Wenn mich alles täuscht, sind wir hier jetzt. In dieser Höhle kann das sein. Wir zeichnen... Nee, hier die Höhle ist das. Ah, okay. Steht lustigerweise nicht Übergang zum Bleak Inlet. Sehr lustig. Okay, wir haben hier 0 Grad gefühlt. Achso, im Wind. Gehen wir in den Wind. Ist wir echt nicht im Wind hier? Doch. Minus 3, okay. Wir gucken mal, wie es im Bleak Inlet ist. Guck mal, Kohle da drin. Ist doch nicht schön. Ich dachte ja, sie hätten da eine neue Höhle. Ah ja. Neue Höhle gesetzt, aber nichts da. Jo, Junge, wir gehen wieder nach Bleak Inlet. Ist doch nicht schön. Gehen wir jetzt mal den anderen Weg. Als vorhin. Das ist eine Zeder. Ja. Und das hier. Große Tanne. Halt, aufstehen. Ist das Kohle? Nö. Nee, nee, die Kohle war in der Höhle. Hätte in die Höhle gehen müssen. Ah, das ist ein Sackgasse, okay. Dann wird es eher nix. Aber Kohlen sind super. Wenn man wieder Temperatur braucht. Und das ist ja Bleak Inlet so sein eigenes Thema. Die nächste Karte, die kommt, wird wahrscheinlich die Nordpolregion. Muss ich hinklicken? Natürlich geradeaus gucken. Dass du in der Finsternis überhaupt deinen Weg findest, das ist schon witzig. Wie bitte was? Stimmt überhaupt nicht. So, da machen wir das halt hier. Mal hier durch. Ja, da drin sind wir reingegangen. Okay, wir sind zuerst den längeren Weg gegangen. Gut, dann hätte man das schon. Da ist nix. Da geht's dann wahrscheinlich demnächst schon wieder raus. Ah ja, die schwebenden Zapfen hier. Da. Stalagmiten.
bevor wir rausgehen, trinken wir noch mal. Auf. Was sagt das Gewicht? Wir bleiben einfach in diesem extremen Übergewicht. Da machst du nichts. Das ist echt schlimm. Windschatten, okay, ich möchte erstmal in den Wind. Jetzt. Also ist tatsächlich identisch. Das heißt, du musst mal die Region verlassen, um dann richtiger zu sein. Von der Temperatur her. Da liegt ein Wolf. Hatten sie nicht gesagt, die rennen nicht mehr bis ans Ende der Welt? Und das letzte Mal, als wir ja. Ach, den hast du schon eingezeichnet, oder was? Nö. Ja, das Lustige ist, das letzte Mal, den letzten Kampf hatten wir hier unten. Ne, sie hatten gesagt, sie rennen nicht über die gesamte Welt. Das sieht anders aus, wenn ich ehrlich bin. Das sieht sehr anders aus. Das sieht auch nach einem normalen Wolf aus. Echt? Dann ist das doch ein normaler... Hä? Wieso liegt hier ein normaler Wolf? Und weil der angeknabbert ist. Ah, oh, wie schön das ist. Das ist ja eine schöne Ansicht. Ja, gib mir das mal her. Ja, wir machen das mit der Hand. So viel Zeit haben wir. Wir müssen heute ein bisschen im Freien schlafen wahrscheinlich. Mal gucken. Okay, komm. Wir rennen mal da hoch. Ich möchte mich nochmal weiter kartieren. Es ist noch nicht dunkel. Das ist dann unser Futter für heute Abend. Vielleicht mal von hier. Gucken wir mal. Okay, so wirklich weit war das noch nicht. Gut. Dann müssen wir weiter rennen. Genau. So, mal gucken, ob der hier unten einen Namen hat. Der Wasserfall. Wasserfall am Schluchtausgang. Ah ja. Achso, das ist dann... Okay. Verstehe. Der fällt hier halt herunter. Der ist schon von da oben gekommen. Genau. Der kommt halt hier. Hier läuft das Wasser herunter. Okay. Hallo? Wir hatten zwei Stücke. Ja, genau. Da will das Spiel einen beklauen. Das gibt's ja gar nicht. Noch ein Wasserfall, okay. Ich hätte ja gehofft, ein bisschen was hier mit Höhle zu haben, aber das wird dann tatsächlich im Freien heute Nacht, Junge. Wahrscheinlich gibt es heute Nacht einen Blizzard. Die sind nicht mehr so lang. Die sind eher noch so im 5-Minuten-Rhythmus. Blizzard, dann sind wir weg. Oh, ich schaffe es hier hoch. Naja, das war's mit Rennen. Wir werden uns da wahrscheinlich irgendwo an den Berg schmiegen. Ohne Feuer erstmal. Gucken, wie weit wir halt kommen. Ich werde wahrscheinlich 4 Stunden Schlafsessions machen. Ja, nicht ganz so trivial. So, wie sieht das hier aus? Das ist die Leiche von dem... Geheimen Bergpfad. Gut, den Feuer brauchen wir am Anfang trotzdem erstmal. Leider ist die Sonne schon untergegangen. Was immer der Junge auch sagt.
vorne könnte eine Höhle sein. Muss ich ja hier nicht irgendwo mitten in die Landschaft knallen, wenn man da vorne gerade eine Höhle hat. Die ist echt extrem leer, diese Region hier in dem Bereich. Erstmal ein paar Pilze und da unten mal ein paar Bartflechten, das war's dann. Da ist tatsächlich eine Höhle. Eine finstere Höhle, aber es ist eine. Die Holzkohle geht runter. Wir brauchen aber noch einiges mehr. Um hier noch fertig zur Karte hin. Ich glaube, wir kriegen schon wieder eine Aurora. Ja. Damit du jede Nacht Werkzeuge reparieren kannst. Finde ich ja schon ein bisschen zu häufig. Weil ich wette, wenn man jetzt ins trostlose Marschland gehen würde und würde dort halt mal, sagen wir mal, nur 5 Nächte bleiben, dann würdest du garantiert nicht, sagen wir mal, 4 oder 3 Auroras haben. Während es vielleicht, wenn es hochkommt, 2. Das wäre aber schon sehr generös vom Spiel. So, hier drin müssen wir nochmal zeichnen. Und dann heißt es eigentlich Feuer an. Beziehungsweise wir können erstmal das Feuer anmachen. Und dann zeichnen. Da vorne ist auch ein Bett. Ja. Wir müssen einfach warten, bis die Sonne untergegangen ist. Dann wird es hier drin auch ein bisschen heller. Vorne liegt da noch was anderes. Es könnte Kohle sein oder ein Stück Holz. Oder eine Leiche sitzen. Oder ein Rucksack. Oder einfach nur ein Felsen. Hier ist ein Rucksack, okay. Ja, guck mal, wir können ein Buch verbrennen heute. Nein, eben nicht, Junge. Wir sind schon König darin. Genau. Huch. Kommst du hier wieder raus oder wie ist das hier? Ah ja. Kommt er. So, wie ist denn das mit Feuer hier? Genau. Noch hält der Feuerstahl. Das Buch natürlich. Gunsmithing. Waffenschmieden sind wir schon längst auf Level 5. Können Sie von mir jetzt auch einen Check einbauen? Sie bauen ja momentan relativ viele Checks ein. Sollen Sie da noch einen Check einbauen? If Skill auf Level 5, don't ask. So einfach ist das. So, welches ist das größere? Das ist das kleinere. Das kommt in den Topf. Und das einfach so auf den Grill. Dann darfst du nochmal zeichnen. Und dann sind wir hier. Ja, müssen wir wahrscheinlich nochmal vor die Tür treten. Ja, schlapp nochmal vor die Tür, wenn du das unbedingt willst. Tja, Junge. Du hast mir das nicht gut genug gezeichnet. Ja, wir haben wieder Sturm. Natürlich. So, kannst du bitte nochmal zeichnen. Du willst den Schatten nicht loswerden. Okay, wahrscheinlich kommt er von oben. Ja, und wenn Aurora ist, dann gibt es diesen Weichzeichner-Effekt. Mir ist nicht klar, warum. So, beides drin. Hat der Wolf ja noch seinen Zweck erfüllt. Wahrscheinlich sind die Timberwölfe viel aggressiver. So, brauchen wir noch Wasser? Ja, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Vielleicht gerade so 1 Liter. Zweimal. Einfach hier 1 Liter, hey. Feuer geht lang genug, gar kein Problem. So. Genau. Nehmen wir wieder morgen auseinander. Gott. Dann schlaf erstmal nur 4 Stunden. Wir gucken mal, was die Nacht sagt. So, Temperatur 11 Grad. Ja, aber wir müssen das nicht komplett. Wir machen das einfach weiter in 4 Stunden. Prozente erholen sich relativ gut. Das muss man wirklich sagen. Ja, wir haben sie schon wieder alle da. Dann trink doch mal auf.
Und dann schläfst du jetzt noch den Rest aus und dann dürfte es wahrscheinlich Tag sein. Wenn sich das Spiel nicht verrechnet hat. Es ist Tag, es ist stürmisch. Wunderschön. Okay, noch eine bekommen. Na ja, gut. So, dann nehmen wir die erstmal auseinander, bevor wir losstürzen. Gewichtstechnische Natur. Gewinnt ja 150 mal 5. 3/4 Kilo. Gewinnt man dann. Muss man bei dem Gewichtsmengen schon ein bisschen aufpassen. Ja, wir haben schon wieder 10 Uhr, aber es wird wahrscheinlich trotzdem minus 95 Grad draußen sein. Genau, die noch und dann haben wir's. Dann trinkst du nochmal auf. Und dann, naja, 46 Kilo sind halt 46 Kilo. Wir haben jetzt auch genügend Stöcke erstmal. Ich nehme jetzt keine weiteren auf. Mit 38 sind wir mehr als hoch. Was ist das denn? Ich habe erst gedacht, das wäre Schnee in der Nacht, aber das ist ein Brandbeschleuniger, den wir nicht brauchen. Ich komme hier nie wieder raus. Hallo? Du darfst den gerne nehmen. So, jetzt gucke ich erstmal, bevor wir rausgehen, auf die Karte. Ja, man müsste halt jetzt ein bisschen mehr landeinwärts gehen. Ne, machen wir nicht. Der Wind sagt anderes. Wir brauchen sowieso mehr Holzkohle. Was man vielleicht machen könnte, man könnte vielleicht mal andenken, die Sachen schon mal in die Konservenfabrik wieder zu schaffen. Und sich vielleicht dann auch mal bei der Konservenfabrik noch betätigen, wegen der Holzkohle. Ich glaube, wir haben dort relativ viel gebunkert, immer noch. Brauchen gar nicht so extrem viel. Es ist echt kein Windschatten hier. Ne, der kommt direkt von da, okay. Ist das eher Windschatten, wenn ich in die Hocke gehe? Ja, gut. Muss mal ein bisschen aufpassen. Ja, naja. Ja, ja. Kein Mensch hat dir gesagt, du musst hier springen. Ja, wirklich gefroren sieht das Delta ja nicht aus. Ja. In echt käme da man da wahrscheinlich hoch. Aber wir sind ja nicht in echt. So, dann versuchen wir jetzt mal auf die andere Seite zu kommen und vielleicht mal durchzukartieren, dass wir da ein bisschen das auf der Seite mal ein paar glatt ziehen. In der Hoffnung, dass das Eis hält, wollte ich gerade sagen. Weit muss man da rein? Wahrscheinlich schon noch ein Stück. Okay, wie sieht das hier aus? Mal abgesehen von der Kälte halt. Ja, das war schon gar nicht so schlecht. Okay. Ja, okay. Das sieht zwar nicht danach aus, aber hey. Hättest du fast deinen ganzen Körper nicht mehr gespürt, Junge. So, ich versuche mal da hochzukommen. Ach, wenn das wahrscheinlich nicht klappt, aber man kann es ja mal versuchen. Hey, doch, was klappt. Hey, Junge. Du hast es geschafft. Nee, hast du nicht. Es geht noch ein ganzes Stück nach hoch. Ein ganzes Stück. Komm. Komplett hinauf. Yes. Auf die Spitze treiben wir es. Für dich. In dem Fall. So, gucken wir mal, wie viel das noch bringt. Eine haben wir dann noch und dann war es das schon wieder. Ja, da sind wir hier. Hier ist auch noch ein Hochsitz. Wo hast du den Hochsitz? Ah, da drüben. Manchmal sieht er die Sachen, wo er direkt drauf guckt, nicht. Und manchmal sieht er das aus Brückenwinkel. Also ich verstehe die Kartiersystematik jetzt noch nicht wirklich. Ja, die Hubsystematik, die verstehe ich übrigens auch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man da überhaupt drauf?
Vielleicht. Vielleicht kommen wir da drauf. Oder? Da drüben, irgendwo in dem Bereich sind. Ja, ich hab nicht gesagt, du sollst jetzt zittern. Hagebutten, mein Schlafsack. Und wieder Hülsen. Ja, 10 Stoff, Junge. So einfach ist das. Hast du eigentlich hier die Hagebutten drin? Ne, weißt du nicht. Dann zeichne von hier nochmal die letzte. Krass, da habe ich über 40 Holzkohlen verarbeitet. Und das ist das Beste, was du dabei rausbekommst, ist das? Ja, da haben wir aber noch gehörig was zu tun, wenn ich das so sehe. So, dann schreiten wir jetzt mal zu den, erstmal zu den, wie hieß das, überflutete hohen Wägen. Weil es keine Wagen sind, sondern eigentlich Container. Aber das interessiert hier keinen. So, Junge, jetzt wird es wieder ein bisschen steil. Aber es ging gerade nochmal so gut. Nur mal interessenstechnisch, auf welchem Tag befinden wir uns jetzt eigentlich, hallo? Ich glaube, vorher übrigens mal einen Scrollbalken. Oh ja, wir haben fast die Hälfte geschafft, Leute. Sind wir damit eigentlich schon weiter als der andere? Ne, sind wir nicht. Nummer 200, dann machen wir noch, ja, nochmal knapp 50 Tage mehr. Krass. Ja, wir werden uns in dem Container auch nochmal aufwärmen müssen. Und was hier krackelt, das Ei ist echt sehr schön. Gehen wir einfach mal auf die andere Seite, bitte. Junge, da müssen wir jetzt tatsächlich ein Feuer machen. Sah lustigerweise gar nicht so aus, als wäre das hier so dünn. Na gut. Ist ja auch erstmal egal. Hat mir nicht eigentlich noch hier irgendwo in der Nähe noch einen Schössling gesehen? Muss man den gerade vielleicht mitnehmen? Ich weiß nicht mehr wo. So, dann kommst du hier rüber, ohne einzubrechen, hm? Ach, da geht's schon wieder los. Kann es sein, dass sie diese Löcher entfernt haben, durch die du dann, die dir dann anzeigen, wo du eingebrochen bist? Sieht irgendwie danach aus. Okay, jetzt weiß ich auch, wieso du den Baumstamm... Wir sind doch schon da drüber. Also sind wir über den Baumstamm gelaufen? Das kann natürlich sein. Tja, Junge, dann... aber es ist trotzdem nur die untere Hälfte, okay? Ja, dann geht's ja noch. Hey, wir müssen ja noch eine Erfrierung zuziehen. Ja, dann müssen wir das halt mal auswärmen. Dann machen wir halt wieder ein Feuerchen. Gut, dann darfst du hier drüber rennen. Gut. Sehr schön, Junge. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo wir den Schössling gesehen haben. Dann gehen wir nochmal zu dem Ausguck da vorne, auf dem Berg. Naja, da links unten sehe ich Wölfe, okay. Ja, das schon. Wir haben aber in den Containern, glaube ich, noch ein bisschen Wolf liegen. Ja, genau. Nee, es
kein Schössling zu sehen. Ich hoffe, dass wir da schon durchkratiert haben. Ne, haben wir nicht. Stimmt. Das stimmt gar nicht. Das ist... Wir müssen tatsächlich darüber. Mhm. Ach, da ist er. Naja, guck ich natürlich völlig in die falsche Richtung. So, mitnehmen, Junge. Ah, es fängt an zu schneien. Ja. Also nichts für Lupe. Die Feuerstelle müssen jetzt ziemlich leiden, alter Schwede. Ja, leider schon. Ich denke, wir werden wahrscheinlich heute auch nicht mehr viel machen. Wir müssen erst unsere Kleidung wieder austrocknen. Ich denke, dem Container ist es nicht warm genug, dass das trocknet. Und leider kannst du kein Feuer drin machen. Der ganze Stuff, der hier schon lagert. Ach, übrigens, apropos schwebend Dinge. Ja. Dankeschön. Eine Holzkohle ist eine Holzkohle. Muss man sich nicht beschweren. Achso, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, bitte so umrunden. Ah ja, hier sind noch ein bisschen Fackeln, sehr schön. Komm, nimm. Und noch eine. Ne, sind sogar zwei, hui. Ne, komm, wir machen das in der nächsten Folge, ja. Ich fange das jetzt nicht irgendwie so halb an. Wir gehen jetzt erstmal rein, erstmal generell uns aufwärmen, weil ihr seht ja, die Prozente sind ja auch gerade nicht so wirklich hundertprozentig geil. Nicht ganz. Oh ja. Aus dem Grund müssen wir uns sowieso erstmal komplett erholen. Das heißt, wir werden natürlich hier drin pennen. Eieiei. Diese Schwankungsbreite der Prozente, das hatte ich ja schon mal. Ja. Hä? Da ist die Tür, du stehst hier. Was ist mit dir los? Ich hatte mich beim letzten Mal schon gewundert, dass wir hier, wo man hier reingeguckt hat, so, huch, sieht ein bisschen anders aus vom Aufbau. Ja, weil der Junge sonst wo schon steht. Okay. Was ich machen wollte. Also, nee, Statistik. Wenn wir doch schon mal hier drin waren. Wir haben jetzt exakt genauso viele Orte entdeckt wie. Ernsthaft. Und da war noch gar nicht Bleak Inlet da. Okay. Interessant. Okay, erkundete Welt hatten wir damals 100%. Krass. Aber das haben wir jetzt auch schon fast komplett. Verbrauchte Kalorien sind wir auf einem fast identischen Niveau, obwohl uns noch über 50 Tage fehlen. Echt, und wir haben trotzdem weniger Kalorien pro Tag. Das heißt, wir sind deutlich mehr unterwegs. Ja, sieht man ja auch. Wir haben fast die Kilometerzahl jetzt schon erreicht von damals. Okay, das Verhältnis sieht ähnlich aus. Von wach ausgeruht, drin, draußen. Da sind wir deutlich mehr drin. Deutlich mehr. Wir waren fast genauso viel draußen wie drin. Draußen ausgeruht, knapp die Hälfte. Jetzt kommen wir zu den Regionen. Okay. 6 Tage weniger am Rätselsee. Nur die Hälfte im idyllischen Tal ungefähr. Ein Drittel weniger in der Küstenstraße. Nicht mal die Hälfte im Ort der Trostlosigkeit. Ein bisschen weniger am Wolfsberg. Deutlich weniger im trostlosen Marschland. Weniger beschädigte Bahnstrecke. Identisch Gebirgsstadt, also Milton. Und identisch Stumpflusstal. Kahler Zustrom. Ach so, das sind die... Ja, okay. Das ist nicht die Sandbox, sondern das ist immer das Maximum von jeder. Okay, wenn das, dann ist es da identisch. Dann ist das das Maximum, okay. Erfolgreiche Reparaturen haben wir erstaunlich wenige. Noch nicht einer... Oh, guck mal, wie oft wir mit dem Bogen geschossen haben hier. Das ist ja der Hammer. Revolverschüsse. Das ist natürlich schon ordentlich. 264 Mal geschossen. Eine miserable Quote. Deutlich weniger Begegnung mit Wölfen und deutlich weniger, aber deutlich weniger Kämpfe mit Wölfen. Wird dann abgelenkte Wölfe, okay. Verzehrte Fische, da geht mehr. Ne, verzehrte Fleische. Fische haben wir schon gesprengt, das Maximum. Auch gefangene Fische haben wir mehr und mehr gesammeltes Fleisch. Wir haben nicht mal die Hälfte gegessen, was wir gesammelt haben, krass. Erstaunlich, erstaunlich. Wir kommen fast auf dieselbe Menge der Feuer. Das längste Feuer wäre auch fast identisch gewesen, wenn ich es nicht vergessen hätte auszumachen.
Wobei, nee, das war im Interloper. Also die Verstauchungen sind deutlich zurückgegangen. Okay. Interesting. Vielleicht wegen dem, weil es jetzt angezeigt wird. Das kann natürlich sein. Stürze fehlen uns noch ein paar und wir haben deutlich weniger Schneestürme. Und dann gucke ich zum Abschluss nochmal hier rein. Nur, dass wir da mal auf dem aktuellen Stand sind. 120 Feuer, echt? Wo ich das letzte Mal reingeguckt habe, waren es glaube ich noch 160. Naja, hier in der Region bist du halt ständig am Feuer machen. Ja, das funktioniert nicht. Das haben wir schon festgestellt, es funktioniert immer noch nicht. 2% Kaffee und so weiter und 6% Schneestürme draußen. Sehr schön. In der nächsten Folge, wir müssen unsere Kleidung erstmal trocknen, sie beginnt nämlich schon zu frieren. Wir werden hier bleiben, wir werden unsere Prozente pflegen, das heißt, wir werden jetzt auch erstmal warten, bis wir warm sind, bevor wir mit der Kleidung anfangen. Und ansonsten heißt es jetzt erstmal, in der Zukunft, in der näheren Zukunft, ich möchte gern erstmal alles in der Konservenfabrik sammeln, was wir jetzt hier haben und was wir in den anderen Container haben. Und dann brauchen wir noch Holzkohle, damit wir hier, da wird wahrscheinlich nicht viel gehen, weil wegen dem brüchigen Eis, wir können hier nochmal kartieren. Und ansonsten halt hier dieser Zipfel und hier das hintere Gebiet müsste man nochmal kartieren. Das ist ja lustig, dass die so nah zusammen sind. Schlucht und trostlose Marschland sind so nah zusammen. Das heißt auf der Weltkarte so. Da ist die Schlucht hier und das trostlose Marschland, aber eigentlich sind die hier da nebeneinander. Aha. Ah ja, okay. Na gut, das war dann der nächste. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.